André Schulz, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Reiz, streicht schon mal die Wand. Der Eingangsbereich des Checkoffs wird unter anderem von ihm neu gestaltet. So soll die Fassade dann fertig aussehen. Der Graffiti-Künstler ist morgen bei der Aktion Kunst statt Hetze dabei. Und das schon zum zweiten Mal. Ich habe das letzte Mal schon mit der Künstlerin Nura halt hier mitgemacht. Und wir haben uns einfach gedacht, wir wollen auch ein Zeichen setzen und zeigen, dass rechte Schmierereien halt hier in Cottbus einfach keinen Platz haben. Und haben diesmal halt zusammen wieder ein Konzept erarbeitet und werden dann halt hier den Eingangsbereich einfach vom Checkoff verschönern und zeigen, dass richtige Kunst und gute Kunst besser ist als Schmierereien. Die Wände am Strombad und am Checkoff wurden vor ein paar Monaten mit Hakenkreuzen beschmiert. Da wollte Anna-Maria Sieben entgegenwirken. Sie ist die Veranstalterin der Aktion. Eigentlich sollte Kunst statt Hetze eine einmalige Aktion bleiben. Jetzt lädt das Checkoff schon zum zweiten Mal ein. Also wir wollten ja eigentlich die Hauptfassade gestalten lassen aufgrund der Schmierereien. Da es aber leider nicht ging und es kurzfristig seitens der Stadt abgesagt worden ist, habe ich nochmal eine Anfrage bekommen, weil es beim ersten Mal so gut lief mit so ca. 250, 300 Gästen, dass wir es jetzt nochmal im Sommer machen, weil das Wetter gut ist, es gibt keine Veranstaltungen, es sind Ferien, das Wetter kann genutzt werden, die Anlage kann genutzt werden. Interessierte können an verschiedenen Workshops teilnehmen, darunter Graffiti, Kinderschminken oder auch Breakdance. Dabei sein kann jeder, über 20 Künstler zeigen dann ihre Workshops. Die Veranstaltung hat sich seit dem letzten Mal gut rumgesprochen. Aufgrund dafür, dass wir schon so 250, 300 Gäste hatten, hatte ich eine sehr große Feedback und Rücksprache gehabt, dass auch andere Vereine oder Leute mitmachen wollten oder mitwirken möchten, egal ob Musiker, Bands oder auch einfach Künstler, die halt gerne nochmal mitmachen möchten. Es wurde auch gefragt, ob wir Leute aus Wien und Bremen dabei haben können, aber eigentlich sollte es nur lokal bleiben. Und diesbezüglich haben wir es halt diesmal ein bisschen größer gemacht als beim ersten Mal, sodass auch wirklich über alles dabei ist. Nähere Infos gibt es auf Facebook unter Kunst statt Hetze 2. Morgen ab 14 Uhr wird im Checkoff dann ein Zeichen gesetzt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Ab 19 Uhr gibt es ein Konzert, ab 22 Uhr wird Techno aufgelegt.